Ich erlaube mir da zum ersten Mal die Bundesinitiative Vernunftkraft e.V. vorzustellen. Als deren Pressesprecher und Mitglied des volkswirtschaftlichen Fachbereiches ich fungiere. Vernunftkraft ist ein gemeinnütziger Verein. Wir verstehen uns als eine Denkfabrik. Wir wurden vor 11 Jahren gegründet und unsere Zielsetzung ist es, zu Themen der Umwelt- und Energiepolitik Fachbeiträge, Sacheinschätzungen zu liefern, sowohl von einer technischen Seite als auch von einer ökologischen Seite als auch von einer wirtschaftlichen Seite. Da haben wir verschiedensten Experten aus vielen verschiedensten wissenschaftlichen Fachbereichen. Wir haben diverse Landesverbände und wir arbeiten auch hier im Saarland mit sehr vielen Bürgerinitiativen zusammen, immer mit dem Blickpunkt, wir wollen informieren, wir wollen fachliche Einsichten vermitteln. Das tue auch ich in der Funktion des Pressesprechers in Beiträgen zu Medien, das tue ich in solchen Vorträgen, wie ich sie heute stattfinde, oder auch indem wir Bürgerinitiativen vor Ort zu diesen Themen dann auch fachlich unterstützen. Denn es ist ein schwieriges Thema und da sehen wir uns als ein vermittelnder Kanal, der Fachwissen dann auch entsprechend transportieren sind. Wir sind dabei vollkommen unabhängig. Wir stehen also keiner Partei nahe. Wir stehen auch keiner Industrie nahe. Insofern muss ich tatsächlich ein wenig einschränken. Eine durchaus bejahende Einstellung zur Kernkraft auf meiner Seite ist ein vernunftgemäßer Prozess. Wir sind allerdings von Industrie und Lobbygruppen vollkommen unabhängig. Wir arbeiten auch vollkommen ehrenamtlich. Das heißt, das, was wir tun, das schneiden wir uns aus unserer Freizeit heraus. Und diese Unabhängigkeit ist uns wichtig und die werden wir uns auch weiter bewahren. Ist mir auch von daher wichtig, weil ich werde ab und zu auch mal Stellungnahmen der Parteien hier auch mal einblenden, aber da bitte ich immer zu berücksichtigen, das ist dann keine Präferenz meinerseits, sondern es ist dann einfach, dass wir dann auch die verschiedensten Standpunkte hier auch entsprechend einwürdigen wollen. Alles Weitere können Sie gerne einmal nachschauen bei www.vernunftkraft.de. Wir freuen uns da auch als ehrenamtlich Tätige, als gemeinnütziger Verein, auch über jede Form der Unterstützung. Und wir sind natürlich auch, wie das heute so üblich ist, in den sozialen Medien tätig. Vor allen Dingen bei X finden Sie uns da auch mit entsprechender Reichweite. Auch das gilt auch für meine Person. Damit aber so viel genug dazu und stürzen wir uns mal das Thema hinein. Das Thema heißt ja eigentlich, ist sie noch auf einem vernünftigen Kurs, diese Energiepolitik, die wir betreiben? Da muss man jetzt erst einmal fragen, was ist denn eigentlich vernünftig? Und Vernunft kann sich ja nur daran orientieren, dass man vernünftige Ziele erreicht. Und im Bereich der Energiepolitik ist das eine relativ einfache Sache, weil es gibt eine gesetzliche Zieldefinition, die ist in § 1 des Energiewirtschaftsgesetzes verankert und die sagt, unsere Energiepolitik muss 3 Dinge sicherstellen. Versorgungssicherheit, die steht über allem. Die Wirtschaftlichkeit, das heißt die versorgungssichere Stromversorgung, die muss auch preisgünstig dargestellt werden für Industrie sowie Verbraucher und sie muss auch nachhaltig dargestellt werden. Nachhaltig im Sinne von Kriterien des Umweltschutzes, allerdings auch des Klimaschutzes sind zu berücksichtigen. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es da mit Sicherheit nicht, aber alle Kriterien sollen in einer Summe bestmöglich erreicht werden. So, wenn wir diese Zieldefinition haben, dann kann man sich die Frage stellen, kommen wir da eigentlich hin? Erreichen wir diese Ziele auch? Und das ist auch eine Aufgabe, der sich der Bundesrechnungshof zu kümmern hat. Denn der Bundesrechnungshof hat die Funktion, die ist auch in der Bundeshaushaltsordnung niedergelegt, dass er sich zu Fragestellungen von besonderer Bedeutung auch gegenüber Bundestag, Bundesrat und damit auch der Bundesregierung auch zu äußern hat und dies auch in Form von Gutachten darlegt. Und der Bundesrechnungshof hat am 7. März dieses Jahres hierzu wieder einen Bericht vorgelegt, wo er sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat. Und da kam er zu diesen 3 Kriterien. Punkt 1, die Versorgungssicherheit ist gefährdet. Punkt 2, der Strom ist teuer.
Punkt 3, Auswirkungen der Energiewende auf Landschaft, Natur und Umwelt, kann die Bundesregierung nicht umfassend bewerten. Zumindest mal hat sie es bislang nicht unter Beweis gestellt. Das ist ein relativ vernichtendes Urteil, meine Damen und Herren. Und es hat auch daher Gewicht, weil der Bundesrechnungshof hat auch eine neutrale Funktion. Er ist nicht wie das Bundesumweltamt, dem Umweltministerium unterstellt, oder die Bundesnetzagentur, dem Wirtschafts- und Klimaministerium unterstellt, sondern er hat eine neutrale Funktion. Und aus dieser neutralen Funktion hat er die Erfüllung oder Nichterfüllung von gesetzlichen Vorgaben an die Exekutive zu bewerten. Und dies ist das Ergebnis. Und etwas ungewöhnlich fand ich auch die Reaktion des zuständigen Wirtschaftsministers, Herrn Habeck, der daraufhin gesagt hat, diese Stellungnahme habe ich wahrgenommen, mehr aber auch nicht. Das ist gegenüber einem Verfassungsorgan mit diesem Auftrag schon etwas ungewöhnlich. Von daher denke ich, macht es auch Sinn, dass wir uns da mal etwas genauer damit beschäftigen. Beschäftigen heißt für mich, ich werde mich auch jetzt in der nächsten 60, 75 Minuten sehr eng an diese beiden Themen halten, nämlich Versorgungssicherheit und Preiswirtschaftlichkeit. Man kann über dieses Thema noch sehr viel diskutieren. Man kann am Heizungsgesetz vorbeikommen, man kann bei der Wasserstoffwirtschaft vorbeikommen. Dann sind wir aber hier um 9 oder 10 Uhr noch zugegen. Das will ich Ihnen natürlich nicht zumuten. Insofern reden wir heute über die Stromwirtschaft und die Frage, ob wir diesen beiden Kriterien gerecht werden. Und die Diskussion heißt für mich und auch für uns als Vernunftkraft immer, wir stellen zuerst mal die Fakten dar. Die Fakten müssen sauber sein. Dann erklären wir die Fakten. Warum sind die Dinge so? Und dann müssen wir uns die Frage stellen, ist das, was man im Hinblick auf diese Fakten und die Entwicklung tut, ausreichend? Das heißt, die Faktenerhebung muss vor der Bewertung stehen. Und genauso möchte ich jetzt auch in den Vortrag einsteigen. Wir beginnen also mit Thema 1, der Strom ist teuer. Wie sehen da erstmal die Fakten aus? Relativ einfach. Hier sehen Sie eine Darstellung der Entwicklung der Strompreise. Ich mache mal gerade eine Zäsur, habe ich hier so einen Laserpointer? Oder? Ach nee, aber ich sehe, ich kann mich hier weiterentwickeln. Nee, auch schon mal gut. So, der Strom ist teuer. Sie sehen hier die Entwicklung, und zwar in den blauen Balken, des Haushaltsstrompreises in Deutschland seit 2000. Das war der Beginn des Erneuerbaren Energiengesetzes. Und Sie sehen in den kleinen orangenen Balken, das ist die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes, gemeinhin Inflation genannt. Das heißt, was Sie hier sehen, ist, von 2000 bis 2024 ist die Inflation von indexiert 100 auf 158 gestiegen, der Strompreis von 100 auf 298. Das heißt, der Strompreis ist in Deutschland überproportional gestiegen. Und de facto hat er damit ja auch die Inflationsrate noch weiter angeheizt. Sonst wäre sie auch nicht bei 158. Wir sehen, dieser Effekt hat sich relativ kontinuierlich ergeben. Die blauen Balken sind ziemlich kontinuierlich seit 2000 gestiegen. Wir sehen eine gewisse Beschleunigung von 2021 an und dann natürlich 2022, 2023. Das waren natürlich auch die Verwerfungen auf dem Ukraine, die durch den Überfall Putins auf die Ukraine ausgelöst wurden. Und wir sehen dann wieder, dass sich diese extremen Verwerfungen dann von 2023 auf 2024 dann wieder etwas gemindert haben, nämlich von 330 auf 298. Aber da sagen dann viele, ja, die Strompreise sinken wieder, aber da steckt auch ein kleiner buchhalterischer Trick drin. Denn es gibt eine sogenannte EEG-Umlage, die wurde bislang über die Haushalte oder allgemeiner formuliert über die Stromverbraucher bezahlt. Das ist eine Umlage, mit der die Mindestvergütungen der EEG-Betreiber bezahlt wurden. Und diese wurde dann 2022 vom Stromverbraucher auf den Haushalt übertragen. So, würde ich heute hingehen, und das deutet diese kleine Klammer hier an, wenn ich diese staatliche EEG-Umlage nochmal so auf die Kilowattstunde umrechne, ganz grob, dann stelle ich fest, hoppala, der Balken von 2024 ist dann auch genauso groß wie 2023. Das heißt, die Belastung
Wenn ich nun Haushalte und Steuerzahler zusammennehme, die ist gleich geblieben. Das ist der erste Faktor. Also Strom ist definitiv teuer geworden und er ist überproportional teuer geworden. Wie sieht es jetzt im Vergleich mit anderen europäischen Ländern aus? Ja, der linke Balken ist Deutschland. Das ist der teuerste Haushaltsstrompreis in Europa. Und ehrlich gesagt, ich aktualisiere ja von Vortrag zu Vortrag dieses Schaubild. Es kam in der Vergangenheit mal ab und zu vor, dass Deutschland auf die Nummer 2 oder die Nummer 3 gerutscht ist. Aber seit einiger Zeit sind wir wieder einsame Spitze bei den Haushaltsstrompreisen. Ich habe da nochmal dargestellt, hier der erste grüne Balken. Das sind die Haushaltsstrompreise in Frankreich, etwa 10 Cent billiger. Und aus einem bestimmten Grund habe ich auch Schweden noch mit hinzugenommen. Da sind wir nämlich bei 17 Cent. Schon fast weniger als die Hälfte als in Deutschland. Das heißt, wenn ich mir diese Grafik betrachte, dann muss man wohl feststellen, es gibt Länder in Europa, die das besser machen. Muss man erstmal neutral so feststellen. Ein ganz wichtiges Thema ist das Thema der Industriestrompreise. Ist in Deutschland ein komplexes Thema, muss man sagen, weil die Industriestrompreise hängen davon ab, wie groß die Industrie oder der Abnehmer ist, in welchem Sektor er tätig ist, ob er in einem energieintensiven Sektor tätig ist oder nicht. Insofern können da die Industriestrompreise, die ein Abnehmer bezahlt, durchaus schwanken, so zwischen 8 und 18 Cent pro Kilowattstunde. Was ich hier genommen habe, und ich möchte gern auch an der Stelle die Quelle erwähnen, das ist ein Blog, der heißt Tech for Future. Da werden Sie sehr, sehr viele interessante Informationen zum Strommarkt finden. Der Ersteller dieses Blogs, Herr Florian Brümm, ist nämlich jemand, der mit unendlich viel Mühe Studien zusammensucht und diese dann thematisch zusammenstellt. So, und was er hier dargestellt hat in seinem Blog, ist ein Vergleich der Strompreise, der Industriestrompreise für ein bestimmtes Segment, nämlich ein Segment größer 500 Gigawattstunden pro annum Verbrauch, da sind sie schon im energieintensiven Sektor unterwegs. Und da sieht man jetzt im Vergleich von 2019, da sehen Sie die deutsche Flagge ziemlich mittendrin bei 4 Cent pro Kilowattstunde. Die USA ein bisschen günstiger, die Frankreich sogar etwas hinten dran, sogar auch China etwas drin. Und wenn wir jetzt 5 Jahre weiter schauen, das sind 4 Jahre 2023, dann ist die deutsche Flagge erheblich nach rechts gewandert, nämlich mit 11 Cent pro Kilowattstunde. Warum, wieso, weshalb, werden wir erklären. Wir stellen erstmal hier als Fakten fest, wir haben hier ein gewaltiges Problem und das Problem wird ja auch jetzt von der Industrie immer deutlicher artikuliert. SAS-Chef Rauber hat diese Woche dort nochmal zum Besten gegeben, wir können mit diesen Industriestrompreisen nicht leben. Das ergibt sich aus dieser Grafik ganz deutlich, weil der Unterschied zu Frankreich ist dann 5 Cent pro Kilowattstunde, das heißt, man ist ungefähr teuer. Gegenüber der USA mit 5 oder China sieht es dann genauso aus. Das heißt, es ist in der Tat so, dass unsere energieintensive Industrie da ein kleines Problemchen hat. Und es ist vielleicht kein kleines. Machen wir mal weiter hier an dieser Stelle. Da lockere ich jetzt mal ein bisschen auf, indem ich einfach mal so ein paar Zeitungsartikel einbringe. Nämlich energieintensive Industrie. Da fällt uns natürlich hier in Deutschland die Stahlindustrie ein, hier im Saarland erst recht. Und 2021, also noch vor dem Ukraine-Überfall, hat SAS die Werke Ascoval und Réhel-Herriage in Frankreich übernommen. Warum haben sie das getan? Das sind Elektrolichtstrombögenofen, die sind sehr stromintensiv. So, und wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, Frankreich 6, Deutschland 11, wo die Saarstahlpreise oder die SAS-Preise liegen, mag noch mal eine andere Frage sein, aber Frankreich hat hier einen gewaltigen Kostenvorteil. Das heißt, wenn ich Stahl besonders stromintensiv herstelle, dann macht es gegebenenfalls Sinn, sich Frankreich anzuschauen. Das hat SAS gemacht und damit auch diese beiden Stahlwerke von Liberty Steel gekauft. Anderes Beispiel, ein Artikel vom Juni 2024, Belgien. Belgien hat gerade die Laufzeiten von zwei Kernkraftwerken verlängert, nämlich Doel 4 und Tihange 3. Die sollten 2025 vom Netz gehen, die gehen jetzt erst 2035 vom Netz.
Und in Belgien wird auch diskutiert, ob man es nicht ein bisschen länger macht. So, der Punkt ist, man hat jetzt ungeplante Strommengen, die eigentlich nicht da sein sollen, aber die relativ groß sind. Das ist ungefähr ein Sechstel der belgischen Stromerzeugung. Und die belgische Industrie macht sich, die belgische Politik macht sich dahinter, dieses auch entsprechend zu vermarkten. Und so gibt es nun eine Absichtserklärung vom belgischen Premierminister mit ArcelorMittal, hier auch bekannt, hat Stahlwerke in Duisburg, Bremen, Eisenhüttenstadt. Und da ist die klare Absichtserklärung: Wir können euch für eure Stahlwerke, dann in Gent, können wir euch günstigen Kernkraftstrom aus Doel 4 und Tihange 3 liefern. Und dafür erwarten wir von euch auch Milliardeninvestitionen in Belgien. Und das ist relativ rational. Belgien hat also nicht das gemacht, was Deutschland gemacht hat, die Kernkraftwerke abgeschafft, sondern hat sie verlängert und sagt, hier, liebe energieintensive Industrie, bei uns bekommt ihr günstigen Strom. Und nur ein kleiner Joke nebenbei, wissen Sie, von welcher Partei die belgische Energieministerin ist, die Frau van de Straete? Von den Grünen. Da erlebt man immer so interessante Dinge. So, dann habe ich hier ein Thema mit reingenommen, grüner Stahl. Da höre ich manchmal, ja, grüner Stahl ist eine Illusion. Würde ich nie so sagen, weil aus einer chemischen Perspektive können Sie Eisenerz genauso gut mit Kokskohle, genauso gut mit Erdgas, genauso gut mit Wasserstoff können Sie das reduzieren und auf diese Art und Weise Stahl herstellen. Nennen wir es nicht grünen Stahl, nennen wir es dekarbonisierten Stahl. Die Schweden bauen hier ein Werk in Nordschweden hin. Und deswegen habe ich auch eben die schwedischen Strompreise erwähnt. Denn diese sind gerade in Nordschweden relativ günstig. Der Grund hat hier auch in dem Artikel der Wirtschaftswoche, denn an den Flüssen in der Region sind zahlreiche Wasserkraftwerke in Betrieb, deren Strom für wenige Cent pro Kilowattstunde zu haben ist. Und wenn ich grünen Stahl herstelle, dann ist der Strompreis das Entscheidende. Sie brauchen die günstige Erzeugung, der Strom fließt dann in einen Elektrolyseur hinein, der macht Ihnen daraus dann den Wasserstoff und der Wasserstoff geht in das Stahlwerk hinein. Wird in Schweden Ende 25 in Betrieb genommen. Einer der Investoren ist übrigens Daimler, Mercedes. Die wollen nämlich hier Stahl herbekommen, weil das nämlich eine günstige Option ist. Und damit ist auch noch nicht Schluss, weil ich sammle immer für solche Vorträge auch neue interessante Artikel. Hier sind wir in Indien, Tata Steel, auch ein Global Player im Stahlmarkt. Die haben Ende August angekündigt, sie wollen 200 Small Reactors bauen. Das sind also Kernkraftwerke, die allerdings klein, modular aufgebaut werden. Und sie sind dann nicht mehr von einem Großkraftwerk abhängig, das ihnen dann den Strom liefert, sondern sie gehen neben das Stahlwerk, da wird der Small Reactor hingebaut, der Elektrolyseur kommt nebendran, der macht dann aus dem Strom den Wasserstoff, macht auch sinnvoll, die Abwärme können sie auch im Elektrolyseur benutzen und das fließt dann direkt in den Stahlprozess hinein. Ich war hier etwas erstaunt, welche Zahl man hier angegeben hat, nämlich 200 Small Reactors mit einer Leistung jeweils von 200 Megawatt, das sind insgesamt 45 Gigawatt. Das ist so ziemlich der Stromverbrauch Deutschlands, mit dem die hier Stahl machen wollen. Jetzt muss man sagen, diese Small Reactors, das ist noch eine Zukunftsvision und das hier ist noch ein Projekt, das in Planung ist. Aber wer Indien kennt, den hohen Bildungsstandard dort, die Technikbegeisterung, auch den Support, den solche Projekte von der Regierung bekommen, der sollte begreifen, dass hier eine große Bedrohung liegt, auch für einen Stahlstandort Europa. Da wird, wenn das so kommt, wird vielleicht am Ende des Tages auch dann nur noch mehr ein solches Stahlwerk in Nordschweden mit den günstigen Strompreisen vielleicht auch nur mithalten können. Es ist noch eine Zukunftsvision und vielleicht erleben wir auch Pressemitteilungen, wo vielleicht dann statt 200 etwas weniger genannt werden, aber die machen sich daran. Und das ist für den Industriestandort Deutschland eine echte Bedrohung. So, und weshalb glaube ich auch, dass solche Visionen durchaus real sein können? Sie sehen hier das Thema Wirtschaftswachstum. Und zwar auf der Basis des letzten Berichts vom International Monetary Fund. Und diese riesigen Blöcke, die Sie da sehen, dritte von rechts, ja, das ist Indien.
Blau ist 2023 mit fast, ja, ich sehe es auch schlecht, ich glaube, das sind knapp 8%. Orange ist 2024 und Grau ist dann 2025 prognostiziert. Links nebendran ist China, das heißt, Sie sehen, Indien hat auch schon längst in den Wachstumszahlen China überholt. Das heißt, für solche gigantischen Projekte, wie sie da Tata Steel ankündigt, da hat auch Indien das entsprechende Wachstum, um solche Investitionen auch darzustellen. Ganz links sehen Sie da Deutschland. Nun gut. Sie sehen, 2023 hatten wir am Ende Negativwirtschaftswachstum. Wir hatten vor kurzem einen Bericht vom Institut der Wirtschaft, das ist Professor Kurz in Kiel, der zum ersten Mal die Zahl vorgelegt hat, 2024 werden wir vielleicht auch nochmal mit einer Minuszahl rausrücken. Und die Zahlen für 2025, die variieren noch sehr stark. Das hängt auch davon ab, wie stark die Exportmärkte wachsen. Aber was man hier sieht, da sind wir schon kräftig abgehangen. Und die Gründe sind immer wieder die gleichen. Hohe Bürokratie, hohe Strom- oder Energiekosten, Thema Fachkräftemangel und so weiter kommt dann noch hinzu. Wie geht es weiter? Weil wir sind immer noch beim Faktencheck. Das heißt, ich präsentiere jetzt erstmal noch Fakten, ohne sie zu erklären. Wie sieht denn der Zukunftsausblick aus? Weil im Moment ist sehr viel politische Diskussion über das Thema ThyssenKrupp Steel in Duisburg. 10.000 Arbeitsplätze stehen hier möglicherweise auf der Kippe. Und da gibt es jetzt viele wilde Diskussionen, was man da jetzt machen soll. Die SPD hat das Thema hineingebracht, ja, lasst uns doch einen Brückenstrompreis dort einfinden. Das heißt, wir subventionieren die Strompreise runter, aber das natürlich nur vorübergehend, bis die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut sind und wir von deren niedrigen Kosten profitieren. Wenn man diese Frage mal faktenmäßig hinterfragen will, dann schaut man sich einfach mal an, wie sehen denn die Strompreise für 2029 aus? Das können Sie auf der Strombörse der EEX nachschauen, weil dort werden natürlich auch Kontrakte für die Zukunft gehandelt. Das heißt, Sie kaufen einen Kontrakt, so und so viel Megawatt, wollen Sie durchgehend kaufen, dann bezahlen Sie einen gewissen Börsenpreis. So, und das Blaue sind nun die Strompreise für Deutschland. Der ganz linke Balken ist der Strompreis, der 2024 gezahlt worden ist, im Durchschnitt. Also alle Strompreise bis zum 10.09. ein Durchschnitt drüber gesetzt. Und dann sehen Sie, der Börsenstrompreis, der lag bei 70 Euro pro Megawattstunde, einfacher formuliert 7 Cent pro Kilowattstunde. So, wenn Sie jetzt dies vergleichen mit den Forward-Preisen, Future-Preisen bis 2029 in der Strombörse, dann sehen Sie, auch 2029 sind wir immer noch bei 7 Cent pro Kilowattstunde. Also mir persönlich ist dann etwas unklar, wo die Prognose herkommt, dass man am Ende eines solchen Brückenstrompreises dann günstigere Strompreise hat. Also die Börse gibt es nicht her. Mit der Börse zu diskutieren ist manchmal schwierig. Was Sie übrigens hier gelb sehen, ist Frankreich. Und Sie sehen auch hier 2024 wesentlich niedriger, 2 Cent. Das ist schon eine Nummer, wenn Sie über Industriestrompreise sprechen und Sie bekommen an einem Standort 2 Cent weniger geboten, dann ist das schon ein Brett. Und wir haben ja von Nordschweden und dem Stahlwerk da gesprochen. Der dritte Balken ist der Strompreis in Nordschweden. Da sind Sie bei 3 Cent. Und da sehen Sie, weshalb so ein Standort in Nordschweden für so ein grünes Stahlwerk lukrativ ist und welche Probleme wir mit unseren großen blauen Balken haben werden. Ich sehe also dort, rein faktenbasiert, erst einmal keine niedrigeren Strompreise. Und die andere Sache sind dann die Haushaltsstrompreise, weil die Börsenstrompreise sind das, was der Produzent verdient, was er an der Börse umsetzt. Für Sie oder uns als Haushalt kommt dann noch mit hinzu die Netzentgelte, die Steuern und Abgaben und Ihr Versorger will ja auch was verdienen. So, da sind wir also im Moment so roundabout im Schnitt bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Und hier habe ich mal eine Studie von dem Beratungshaus McKinsey drübergelegt. Die haben sich nämlich da mal simuliert, wo würden die Haushaltsstrompreise
im Jahre 2035 liegen, und zwar, wenn alle Annahmen, Planungsannahmen der derzeitigen Bundesregierung, das heißt alle Ausbauszenarien von Wind und Solar erfüllt werden, wenn auch die Annahmen für die E-Autos und die Wärmepumpen erfüllt werden, wo wird dann ein Haushaltsstrompreis liegen? Die Antwort ist 47 bis 49 Cent, und zwar preisindiziert. Das heißt, man rechnet diesen Preis von 2035 auf das Preisniveau von 2023 herunter. Und dann sehen Sie halt, der Strom nimmt dann um 20% zu. Und wir werden dann 50 Cent auf der Basis heutiger Preise sehen. Verantwortlich ist dabei, wir haben ja gesehen, die Börsenstrompreise steigen jetzt nicht unbedingt. Zumindest mal gemäß Börse. Verantwortlich sind dafür vor allen Dingen die Netzentgelte. Das werden wir gleich dann nochmal sehen. Damit bin ich jetzt eigentlich schon mal so beim Faktencheck durch. Und jetzt geht es darum zu erklären, warum ist das eigentlich so? Heißt ja immer, Wind und Sonne schicken keine Rechnung. Wir haben inzwischen 60% Stromanteil erneuerbarer drin im Stromnetz. Also wir haben also 60% Stromerzeugung, die kostenlos sind, demnächst vielleicht 80%. Also warum steigen die Strompreise so stark? Dafür gibt es mehrere Gründe und die gehen wir mal eins zu eins durch. Der erste Punkt ist, wir haben gesicherte Leistung abgeschaltet. Klar, da komme ich jetzt beim Thema Kernkraftwerke vorbei. Ich möchte aber an der Stelle erst einmal einen kleinen erklärenden, einen edukativen Part einschieben. Weil da wird immer so gerne gesagt, ja, das hängt nur daran, wir haben da so ein komisches Stromsystem, wo der teuerste Erzeuger den Strompreis bestimmt und die Kernkraftwerke können ohnehin nicht viel ausgemacht haben, die haben ja zum Schluss nur 6% der Stromerzeugung beigetragen. Ich erkläre dieses System immer gerne am Beispiel von einer Stadt und Bäckereien mit Frühstücksbrötchen. Ich stelle mir vor, es gibt in dieser Stadt 8 Bäckereien. So, jede kann 1.000 Brötchen backen. Die erste zum Preis, die Bäckerei A, von 40 Cent. Die zweite zum Preis von 41 Cent. Die dritte zum Preis von 42 Cent. Und jetzt stellen wir uns mal vor, diese Stadt wird am morgigen Tag zum ersten Mal mit Bewohnern besetzt. Und die haben dann an diesem Tag eine Nachfrage nach 5.000 Brötchen. Was wird passieren? Die Bäckerei A wird ausverkauft sein. Sie verkauft am günstigsten zu 40 Cent. Die Bäckerei B verkauft zu 41 Cent und so weiter. Und so verkaufen die Bäckereien A bis E ihre Produktion komplett durch, weil die 5.000 Brötchen sollen gekauft werden. Und die Bäckerei F, die mit 45 Cent da liegt, die bekommt ihre Produktion nicht mehr verkauft. Sie ist einfach zu teuer, muss vielleicht schließen oder muss sich auf andere Produkte fokussieren. Ein solches Modell hat ein paar Einschränkungen. Man muss dann immer sagen, der Nachfrager soll also keine Präferenz in den Bäckereien haben. Er sucht also rein nach Preis aus. Das ist eigentlich ein relativ gutes Proxy für den Strommarkt. Wenn Sie einen neuen Erzeuger suchen, ist der Preis bei Check24 oder wo auch immer halt ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Irgendwo eine Liebe zu einem bestimmten Erzeuger haben Sie vielleicht nicht. Es ist auch angenommen, dass sich die Bäckereien oder die Stromerzeuger nicht in ihren Preisen untereinander absprechen, sonst kriegen sie ein Problem im Wettbewerbsrecht. Und dann ist dieses Modell hier durchaus eine gute Annäherung. Denn was passiert denn am zweiten Tag? Am zweiten Tag haben wir wieder einen Bedarf von 5.000 Stück. Unsere Bäckerei A stellt aber fest, oh, 40 Cent, die andere Bäckerei hat zu 44 gestern verkauft, ich biete auch zu 44 an. Das sagt die Bäckerei B auch. Und was sich hier dann einstellen wird, ist, die 5.000 Stück werden zu 44 Cent verkauft. Das ist auch nichts furchtbar Besonderes. Das ist schon Mikroökonomie des 19. Jahrhunderts. Nämlich, es stellt sich immer ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ein. Und das ist hier im Strommarkt auch nichts anderes. So, und jetzt können Sie hier an diesem Beispiel sich verschiedenste Dinge verdeutlichen. Nämlich, was würde es denn bedeuten, wenn der Bäcker C ursprünglich wegfällt, ist krank, kann nicht mehr produzieren, ist weggezogen. Die 1.000 Stück, die er verkauft hat, zum Preis von 44 Cent, wie alle anderen auch, die werden trotzdem nachgefragt. Dann wird der Bäcker F, gehe jetzt mal davon aus, er ist so flexibel, im Strommarkt ist man im Allgemeinen flexibel, wird dann einspringen. Das heißt,
wenn Sie einen aus dieser Kette herausnehmen, das ist egal, ob es der günstigste oder der zweitgünstigste ist, dann springt der nächste Erzeuger hinten dran mit den nächstbesten Grenzkosten. Und dann führt das dazu, wenn C weg ist, kosten die Brötchen dann 45 Cent statt 44 Cent. Und das ist genau das Gleiche, was passiert, wenn Sie die Kernkraftwerke abschalten. Die Kernkraftwerke waren, ehrlich gesagt, die Bäckerei A gewesen. So, die haben sie rausgezogen, es musste die Bäckerei F in den Markt hinein, die Preise sind angezogen. Und man hätte es wissen können. Es gab hierzu eine Studie, noch im Oktober 2022, von Professor Veronika Grimm, das ist nicht irgendjemand, sie ist Mitglied der Wirtschaftsweisen, und sie hat dann simuliert, das ist ein komplexes Thema, muss man Ceteris Paribus unter sonst gleichen Bedingungen simulieren. Was bedeutet es jetzt, wenn wir diese drei Kernkraftwerke aus dem Strommarkt herausnehmen? Hat sie verschiedenste Szenarien entwickelt und hat gesagt, okay, die Strompreise werden sich um im besten Fall 8,5, im Normalfall oder im pessimistischen Fall um 12% verteuern. Sagen wir also mal 10%. Sie erinnern sich eben, Deutschland 7 Cent, Frankreich 5 Cent. Hätten wir diese 10%, wären es so roundabout nicht 7, sondern 6,3. Wir wären näher an Frankreich dran. Das ist keine vernachlässigbare Größenordnung. Und wir reden hier nur von den letzten drei Kernkraftwerken. Und was ist der Grund, dass der Effekt relativ stark ist? Ja, ganz einfach. Das sind keine solche Preiskaskaden, sind keine linearen Effekte, sondern es kommt einfach nur darauf an, wie groß der Preissprung zum nächsten Erzeuger ist. Wenn unsere Bäckerei F nicht bei 45, sondern bei 50 Cent Stück liegt, dann stellen sich die 50 Cent ein. Und dann ist es egal, dass man sagt, okay, C hat aber nur einen geringen Anteil gehabt. Nee, es kommt darauf an, der nächste Erzeuger. Und die Erzeugung muss ja eingekauft werden. Sie können nicht einfach im Strommarkt sagen, ach, lassen wir mal liegen. Nee, die Erzeugung muss. Und von daher hat sich durch die letzten drei Kernkraftwerke ein Verteuerungseffekt, ceteris paribus, von 10% ergeben. Und das waren die letzten drei. Im Jahre 2022 hätten wir gewiss auch noch die anderen drei, die Ende 2021 abgeschaltet wurden, auch nochmal in den Strommarkt zurücknehmen können. Ob es auch 10% gewesen wäre, sagt die Studie jetzt nichts drüber aus, aber auch hier hätten wir einen Effekt gehabt. Das heißt, die Abschaltung der Kernkraftwerke war eine richtig dumme Idee gewesen. Die hat unsere Strompreise erheblich geschädigt. Sie war aber nicht das Einzige. Das Thema Subventionen haben wir besprochen oder angesprochen zumindest. Da fließt im Moment einiges, weil wir werden in diesem Jahr für Subventionen an die EE-Betreiber ungefähr 23 Milliarden Euro bezahlen müssen. Und so zum Thema Planbarkeit, als diese Zahl durchsickerte, war man in der Politik vollkommen entsetzt gewesen, weil man hat vorher nur mit 11 Milliarden gerechnet. Und 11 Milliarden und 23 Milliarden sind ein kleiner Unterschied. So, Summe haben wir in dem ganzen Zeitraum von 2000 an Subventionen 500 Milliarden bezahlt. Das ist für eine Volkswirtschaft auch nicht wenig. Aber was man hier eigentlich wissen muss, selbst damit stehen wir immer noch am Anfang. Wenn wir uns Studien betrachten, wie sieht ein Net Zero, heißt das, Szenario aus, also eine Dekarbonisierung aller Energiesektoren, Stromsektor, Wärmesektor, Verkehrssektor und wie viel Geld wird das kosten, da kommt man ungefähr bei 6 Billionen an. Die Zahl stammt von McKinsey, ebenfalls aus einer Studie Net Zero Deutschland. Es gibt auch andere Studien, da muss man immer genau hingucken, was haben die angenommen, welchen Zeitraum, welche Prämissen haben sie gesetzt. Sie kommen aber immer sehr kräftig im Billionenbereich an. So, und wenn man sich das jetzt mal so anschaut, 6 Billionen in 20 Jahren, das sind so roundabout, Zinseffekte mal nicht eingerechnet, so 300 Milliarden pro Jahr. Hätte man jetzt gefragt, wo kriegt man so 300 Milliarden so als Volkswirtschaft im Jahr her, hätte wahrscheinlich Herr Scholz vor 2 Jahren gesagt, ja, das wird das grüne Wirtschaftswunder sein. Die grüne Transformation unserer Volkswirtschaft ist ein Erfolgsfaktor, der wird ein erhebliches Wirtschaftswachstum von Deutschland bedingen. Aus diesem Wirtschaftswachstum, den gestiegenen Steuereinnahmen, werden wir auch solche Investitionen tätigen können. Wie es mit dem deutschen Wirtschaftswachstum aussieht, habe ich ein paar Folien vordran gezeigt.
nicht so toll. So, das heißt, dieses Szenario ist weggefallen. Das heißt, wir wissen im Moment auch nicht wirklich so richtig, wo solche riesigen Summen herkommen sollen. Zumindest mal ich weiß es nicht. So, wenn man hier die entsprechenden Leute fragt, dann sagen sie, ja, das ist der wichtigste Grund, damit die Schuldenbremse wegfallen soll. Nämlich, wir brauchen dies als Investition in eine klimafreundliche Zukunft Deutschlands. So, 6 Billionen als zusätzliche Schulden, da würde ich mal sagen, ist die Bonität Deutschlands aber ziemlich weg. Und da legen wir unserer zukünftigen Generation einiges auf. So. Also, das ist ein zweiter Grund, weshalb Strompreise so stark gestiegen sind. Wenn wir nämlich, wie ich es im allerersten Schaubett getan habe, auch den Staat mit seinen Subventionen noch hinzunehmen und sage, das bezahlt ja letztendlich auch der Bürger, dann ist das ein treibender Effekt. Und ich bin noch nicht fertig. Aber schauen wir mal, warum ist das eigentlich so? Warum kosten die eigentlich so viel? Man könnte ja eigentlich annehmen, nach dem Motto, nach über 20 Jahren ist die Technologie von Windrädern und Solar doch wesentlich ausgereifter. Warum braucht man da Subventionen? Man braucht sie. Weil bis 2030, und hier sind wir wieder bei einer Simulation, und nicht einer Simulation, sondern von einer Faktensammlung von Tech for Future, sehen wir, die EEG-Förderung wird bei 20 Milliarden bleiben. Und zwar die gelben Balken, die wir hier sehen, das sind die Subventionen für die Altanlagen. Das heißt, das sind all diejenigen, die in den letzten 20 Jahren ans Netz gegangen sind, Solaranlagen. Da haben sie auch vor 20 Jahren noch Subventionen von 30, 40 Cent pro Kilowattstunde gehabt oder Mindestvergütungen oder auch die Windkraftanlagen. Und das Rote ist das Faszinierende, nämlich auch die Neuanlagen funktionieren nur mit Subventionen. Warum ist das so? Warum brauchen die solche Subventionen? Und hierzu habe ich hier mal eine Simulationsrechnung gemacht. Und zwar, wir nehmen hierfür mal drei Windräder im Hofoldinger Forst bei München, südlich von München, Schwachwindzone. Da ist der Windertrag relativ bescheiden. Sie sollen 2025 in Betrieb genommen werden und ihre Mindestvergütung beträgt 11,3 Cent pro Kilowattstunde. Das ist so ziemlich der Höchstbetrag, der im Moment gezahlt wird. Sie erinnern sich an die Industriestrompreise, die ich gezeigt habe. Mit 11,3 Cent sind sie da schon jenseits von Gut und Böse. Das heißt, aber warum braucht der Betreiber das? Naja gut, er weiß zum einen, er hat einen gewissen Stromertrag aus seiner Windkraftanlage, der hängt aber gerade bei Windkraftanlagen in der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit. Das heißt, wenn Sie zwei Standorte haben oder einen Standort haben, der nur die Hälfte der Windgeschwindigkeit eines anderen, besseren Standorts hat, dann haben Sie nicht halb so viel Strom, sondern Sie haben ein Achtel des Stroms in der dritten Potenz halt. So, und deswegen brauchen die aufgrund der geringen Menge auch eine höhere Mindestvergütung. Sonst kriegen Sie das Projekt nicht durch. So, wo kommen nun die Subventionen her? Ganz einfach. Die erste Kurve, die orangene Kurve oben drüber, sind jetzt die Börsenstrompreise, gemittelt vom Januar bis August. Sie sehen, die schwanken so zwischen 6 und 8 Cent pro Kilowattstunde. Sie erinnern sich an den Durchschnittswert 7 Cent. Das heißt, wir bezahlen erst einmal ihm eine Mindestvergütung von 11,3 Cent. Der Strom hat aber nur einen Wert von 7 Cent. Aber dabei bleibt es nicht. Sondern wir haben es hier mit einem Effekt zu tun, der nennt sich auch etwas unfein der Kannibalisierungseffekt der Erneuerbaren. Weil die Erneuerbaren haben die Eigenschaft, dass sie nicht ständig produzieren können. Die Solaranlagen naturgemäß nur über Tag und die Windkraftanlagen natürlich nur, wenn der Wind weht. So, wenn der Wind aber weht und wenn die Sonne scheint, dann liefern die alle gleichzeitig und mit allem, was sie können, ins Netz hinein. Das führt dann zu Ungleichgewichten, führt dann sogar dazu, dass Preise sogar hin zu Negativpreisen abweichen. Dann müssen wir halt Entsorgungsgebühren bezahlen für den Strom. Weil, das ist ein ganz normaler Effekt, könnte man jetzt auch wieder mit der Bäckerei kommen, wenn da ein Anbieter dabei kommt, dem die Stadt sagt, du kannst so viel Brötchen backen, wie du willst und wir geben dir für dein Brötchen einen Mindestpreis, ja, dann feuert er rein und der Marktpreis sinkt, aber
der Staat muss die Differenz tragen. Und nun kommt der unangenehme Effekt, nämlich je mehr Windkraftanlagen dann installiert werden, je mehr Solaranlagen installiert werden, desto stärker drücken die den Preis in dem Moment, wo sie produzieren. Das sehen Sie in den beiden Kurven hier unten. Die blaue Kurve ist der Marktpreis von Windkraftanlagen am Land. Der erreicht die 6 Cent nicht mehr. Und der gelbe Preis, der ist der Marktpreis von Solar. Wenn Sie da mal genau hingucken, im Januar, Februar entspricht der ungefähr dem Markt, dem generellen Marktpreisniveau. Das ist normal, weil diese extreme Übereinspeisung von Solaranlagen, die haben sie naturgemäß im Januar, Februar nicht. Da sind sie froh, wenn sie überhaupt was rauskommt. Aber wenn es dann Juni, Juli, August wird, dann speisen die ein wie die Weltmeister und dann sinken die Strompreise sogar unter 4 Cent. Der Subventionsmechanismus ist der, dass der Betreiber von den 3 Windkraftanlagen im Hochfoldinger Forst sagt, okay, der Strom ist nur 6 Cent wert, aber ich kriege ja vom Staat die 11 Cent. Das heißt, die 5 Cent sind Subventionen. Und wenn man das dann mal so hochrechnet, das habe ich mal gemacht, 3 Windkraftanlagen, dann muss der Steuerzahler dann pro annum 1,65 Millionen Euro zuschießen. Eine 500.000 pro Windkraftanlage. Und das ist dann noch über 20 Jahre garantiert. Das ist ja auch ganz nett. Das heißt, für diese 3 Windkraftanlagen müssen wir über diese 20 Jahre, jetzt wieder Zinseffekte nicht eingerechnet, müssen wir 33 Millionen bezahlen. Und der Effekt, dass sich diese Strompreise nach unten verschieben, in den Zeiten, wo Wind und Solar liefern, der erhöht sich für alle mit jeder neuen Windkraftanlage, mit jedem neuen Solaranlage. Und deswegen steigen schlicht und einfach auch die Subventionen weiter. Ja, und das ist natürlich sehr unangenehm. Auch im Solarbereich sehen Sie, wenn Sie eine neue Solaranlage aufs Dach legen, so Einspeisevergütung 8 Cent, aber der Marktpreis des Stroms ist 4 Cent. Den Rest muss über Subventionen dargelegt werden. Und deswegen waren alle so entsetzt, als die 23 Milliarden rausgekommen sind. Ich nehme für uns in Anspruch, dass wir als Vernunftkraft nicht entsetzt waren. Und deswegen ist es auch relativ normal, dass diese Subventionen auch so bleiben. Und es läge jetzt nichts leichter auf der Hand, als zu sagen, nein, wir müssen diese Subventionen jetzt mal kappen. Aber dann sagt natürlich die EE-Lobby, ja, dann erreichen wir ja die Ausbauziele nicht. Ja. Interessante Argumentation. Der dritte Punkt, der ist ein bisschen schwieriger und hier bin ich an dem Sachverhalt, dass ich jetzt meinen Vortrag auch nicht zu stark ausdehnen möchte. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, und zwar einen wichtigen Grund. Nämlich, wenn Sie gesehen haben, die Industriestrompreise sind zwischen 2019 und 2023 sehr stark gestiegen, dann hängt das auch am europäischen Emissionshandel. Europäischer Emissionshandel sagt, CO2-Verbrauch muss in Zukunft über einen Markt reguliert werden. Das heißt, wer CO2 emittiert, muss eine entsprechende Menge von Zertifikaten kaufen und damit wird die CO2-Emission für ihn in einem Kostenfaktor. Ist erst einmal eine nicht schlechte Sache, wenn man auch vor allen Dingen, wenn man auch akzeptiert, dass CO2 eine maßgebliche Ursache des Treibhauseffektes ist, dann ist es sinnvoll zu sagen, ich reguliere die CO2-Emission über den Markt. Ja, absolut. Das hat man allerdings ein bisschen arg getrieben, nämlich besonders zwischen 2017 und 2023 sind die Preise für die Tonne CO2 von vorher 10 Euro pro Tonne auf 80 Euro pro Tonne angestiegen. Da haben sich die Franzosen durchaus etwas gewundert, warum das die Deutschen so einfach so mitmachen, weil das Problem zeigt sich dann hier. Nämlich urplötzlich werden unsere Kohlekraftwerke, unsere Gaskraftwerke sehr teuer. Sie sehen links, das sind so 2022er, 2023er Durchschnittspreise. Was kostet so die Kilowattstunde so an Grenzkosten in einem Kohlekraftwerk? In einem Gaskraftwerk sind sie so zwischen 3 und 6 Cent pro Kilowattstunde. Je nachdem, wie sich gerade der Marktpreis bewegt. In 2022 hat er sich wie wild bewegt. So. Aber dann kommt dann halt das CO2-Zertifikat und das bewirkt, bei Braunkohle werden aus 3 werden 10,4, bei Steinkohlekraftwerken werden das 4,5, 10,4.
Bei Gaskraftwerken wären aus 6,5 10,2. Das heißt, diese Bäckereien, die können nicht unter 10 Cent anbieten. Das geht eigentlich gar nicht. Das sind rein ihre Brennstoff- und ihre CO2-Kosten. So, und die Kernkraft ist ja CO2-emissionsarm. Deren Kosten liegen hier in Deutschland, sind ja jetzt abgeschaltet, 2,5 Cent und es kam nichts dabei. Und jetzt sehen Sie auch den großen Unterschied zwischen Kernkraft und den Braunkohle-Steinkohlekraftwerken. Wenn ich eben gesagt habe, das macht Sinn, dann ist das eine theoretische Aussage. Denn es macht tatsächlich Sinn, CO2 über einen Marktmechanismus zu vermindern. Dem wird keiner widersprechen. Es gibt nur zwei Probleme. Dieser Marktmechanismus wirkt nur in Europa. Er wirkt nicht in China oder nicht im gleichen Maße. Sie haben auch dort CO2-Handels- oder auch Besteuerungssysteme, auch in den USA und so weiter. Aber sie kommen natürlich nie auf solche Preise. Das heißt, sie haben für denjenigen, und da sind wir auch bei der Industrie, immer einen Marktnachteil. Und dieser Marktnachteil kann dann auch dazu führen, dass dann schlicht und einfach die Produktion außerhalb der EU billiger wird. Und das ist halt auch mit ein Grund, weshalb dann urplötzlich BASF sagt, ach nee, wir machen dann das Polyethylen dann mal in China. So, und der zweite Grund ist ein Grund, den hat Professor Sinn schon vor über 10 Jahren entwickelt, aber es ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, auch für ihn durchzukommen, weil, stellen Sie sich mal vor, wir sparen sehr viel Gas ein, indem wir alle Gasthermen durch Wärmepumpen ersetzen. Dieses Gas steht dann dem Weltmarkt wieder zur Verfügung. Die Nachfrage aus Deutschland ist ja weg. Ceteris paribus heißt das. Sie haben dann plötzlich einen niedrigeren Gaspreis. Und das wird dann dazu führen, dass dann Gasnachfrager aus Pakistan oder aus China oder aus Indien dann sagen, jetzt zu diesem niedrigeren Gaspreis kaufen wir ein bisschen mehr. Und dann wird das nicht in einer Brennwerttherme mit über 90% Wirkungsgrad verbrannt, sondern vielleicht in etwas anderen Geräten. Und dann haben sie letztendlich in Deutschland das CO2 gespart und in Pakistan erhöht. Es bringt also nichts, solange sie einen solchen Marktmechanismus, der per se sinnvoll ist, wenn sie den nicht weltweit einführen. Es gibt noch einen dritten Pferdefuß zu diesem Thema, nämlich: Die Idee war es gewesen, in dem Maße, wie wir die fossile und CO2-emittierende Erzeugung mit ihren CO2-Kosten belasten, findet ein Substitutionsprozess statt. Nämlich die teuren Erzeuger gehen raus und günstigere Erzeuger übernehmen. Das ist natürlich Unfug, weil am Ende des Tages, wenn wir in einer solchen Situation sind, dass uns Wind und Solar mal gerade ein Sabbatical einlegen, dann haben wir das Problem, dass wir ganz dringend Erzeugung brauchen. Weil wir können ja nicht einfach hingehen und sagen, okay, jetzt hat das Emsland mal komplett keinen Strom. Zumindest mal wollen wir das nicht tun. Und dann heißt das, dann werden diese 10,4 Cent bezahlt. Und das ist keine Substitution. Schaffen Sie eigentlich nur dort, wo Sie ein Überangebot haben. Wenn Sie einen Mangelzustand haben, dann schaffen Sie keine Substitution. Dann führen Sie einfach nur eine Verteuerung durch. Und das ist das Problem. Aus einem eigentlich klimasinnvollen Konstrukt wird, ich erlaube mir den Begriff, grottenschlecht umgesetzt. Und dann wird das dann zum Nachteil derer, die dann auf Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke angewiesen sind. Und wenn dann eine gewisse Partei es unbedingt bevorzugt hat, dass Kohlekraftwerke am Netz bleiben, dass unsere saarländischen hier in der Reserve bleiben und lieber die Kernkraftwerke abgeschaltet haben, ja, dann haben wir hier den nächsten Punkt, warum das für unsere Preise keine ganz so gute Idee war. So, der vierte Punkt ist, da könnte ich jetzt auch sehr lang drüber reden, will ich Sie aber nicht überstrapazieren, unsere Netzkosten. Weil unsere Netzkosten steigen aus verschiedensten Gründen an. Ein Grund ist, wir müssen immer häufiger in dieses Stromnetz eingreifen. Sie haben eine extrem volatile Erzeugung, mal viel, mal wenig, und das kann sich innerhalb von Stunden ändern. Da muss immer wieder für Ersatz gesorgt werden. Diese
Eingriffe, Redispatch, die nehmen ständig zu. So, und das betrifft sowohl Volumen als auch den Kosten. Und dazu gehört auch manchmal, wenn dann im Sommer mittags alle Solarparks kräftig reinfeuern, dass man dann manche abriegeln muss, weil die lokalen Netze das einfach nicht mehr vertragen. Diese Kosten bezahlt dann allerdings über die Netzentgelte der Stromverbraucher. Und auf die Art und Weise nehmen die Netzkosten zu. Wir sind also dort inzwischen so bei 3 Milliarden Euro pro Jahr angekommen und die Prognose des Bundesrechnungshofes sagt, dass wir 2028 bei 6,5 Milliarden liegen werden. Das sind allerdings noch Peanuts gegenüber der nächsten Folie. Das ist nämlich die Netzausbaukosten. Das Problem ist ja, hier im Saarland sind wir es gewohnt, die Stromerzeugung hat sich stark an dem Verbrauch entwickelt. Wir hatten hier unsere großen Kraftwerke, wir haben die entsprechenden Hochspannungsleitungen gehabt, das gleiche dann im Rhein-Neckar-Raum, das gleiche an der Ruhr. So, das funktioniert natürlich in der erneuerbaren Welt nicht mehr so gut, weil da stellen Sie ja jetzt den Schwarzwald, den Heuschelberg oder den Reinhardswald mit lauter isolierten Windkraftanlagen zu. Ja, die müssen Sie natürlich ans Netz anschauen, müssen Sie die Netze da hinlegen, müssen Sie Umspannwerke anlegen. Das heißt, das ist so, als wenn Sie überall diese kleinen Strommengen einsammeln müssen und dafür brauchen Sie natürlich wesentlich mehr an Netzinfrastruktur. Hinzu kommt noch, dass solche Dinge wie ein massiver Ausbau von Wärmepumpen, Elektroautos, unsere Verteilnetze auch ganz kräftig belasten wird. Da sind dann Kosten, die dann anfallen. Außerdem haben Sie Nord-Süd-Gefälle. Sie haben viele Windkraftanlagen im Norden. In Bayern, Baden-Württemberg haben Sie relativ wenig davon. Also brauchen Sie Hochspannungstrassen aus dem Norden und dem Süden. Ich mache es kurz. Es gibt hier eine Studie von der EWI, dem Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität Köln, und die prognostizieren, bis 2045 brauchen wir 732 Milliarden allein für die Netzkosten. Ist ja irgendwo ein Bestandteil der 6 Billionen, ich rede da immer ganz langsam, weil man muss sich an so Dimensionen immer gewöhnen, aber Sie sehen, was hier anfällt. Und solche Kosten, die werden auch dann auf die Netzentgelte umgelegt. Dann sagt die Bundesregierung, ja, da werden wir das als Investitionen mit einem niedrigen Abschreibungsfaktor belegen. Ja, das heißt am Ende des Tages nur, dass irgendwo unsere Enkel, die wir vielleicht noch niemals kennenlernen, sich noch an solche Konzepte erinnern werden in ihrer Stromrechnung. Also irgendwo können Sie diese Kosten nicht wegdrücken. Die bleiben irgendwie vorhanden und sie sind gewaltig. Das war das Thema, der Strom ist teuer, die Versorgungssicherheit ist gefährdet. Da kann ich es von der Faktenbasis sehr ein bisschen kürzer belassen, weil viele Dinge haben wir jetzt gestreift. Was Sie hier sehen, ist eine Darstellung, auch von uns aus dem Hause Vernunftkraft, von unserem Chef Datenanalysten, Herr Schuster. Das Blaue ist im Juli die Windkrafterzeugung, das Gelbe ist die Solarerzeugung und das Rote ist so der Verbrauch, die Last. So, und da sieht man schon diese extremen Spitzen, die Sie dort sehen. Und Sie sehen auch immer wieder, dass die Summe aus Gelb und Blau sogar extrem niedrige Werte erreichen können. Das heißt, Sie mäandrieren ständig zwischen einem extrem hohen Angebot und einem extrem niedrigen Angebot. Das heißt, Sie haben eine enorme zeitliche Instabilität. Sie haben aber auch eine saisonale Instabilität. Weil im Dezember 2023 sah das Ganze so aus. Also hinten sieht man es jetzt wahrscheinlich nicht, aber die gelben sind immer noch da. Das sind diese ganz kleinen Blips der Solarerzeugung im Dezember. Das ist dann nur noch mehr ein winziger Bruchteil dessen, was da so im Juli eingespeist worden ist. Gleichzeitig, der eine oder andere von Ihnen erinnert sich vielleicht noch, so um Weihnachten herum hatten wir auch relativ kräftigen Wind gehabt. Das sehen Sie an diesen blauen Gebirgen dort rechts. Das heißt, da bliest der Wind, aber wenn Sie ganz nach links schauen, der 1. und der 2. Dezember, da haben Sie fast nichts gehabt. Das ist das, was man Dunkelflaute nennt, nämlich beide liefern nichts. Die Sonne aus nachvollziehbaren Gründen, ist ja Winter, und der Wind hat es halt auch nicht gemacht. Hier kann man mal gewisse Simulationsrechnungen machen, die macht der Herr Schuster immer sehr gerne.
was, wie sähe denn ein Dezember aus, wenn die Ausbauziele von Herrn Habeck erreicht waren? Also wenn wir jetzt im Jahr 2030 angekommen sind und wir hätten jetzt im Dezember 2030, der genauso aussähe wie der Dezember 2023. Und dann sehen Sie, ja, wir haben auf der einen Seite wieder diesen extremen Mangel am 1.2., der muss irgendwie aufgefüllt werden, erst recht noch, wenn bis dahin noch viele Elektroautos und viele Wärmepumpen angeschlossen sein sollen. Und Sie haben nach rechts diesen enormen Windberg, der muss natürlich abgeregelt werden, den bezahlen dann die Verbraucher. Auch wenig schön. Hier habe ich mal eine schöne Grafik gebracht von einem belgischen Energieanalysten, dem Jomon Julien. Für diejenigen, die auf Twitter oder auf LinkedIn unterwegs sind, kann ich Ihnen den sehr wärmstens als Informationsquelle empfehlen, auch eine neutrale Informationsquelle. Was Sie hier einfach sehen, ist eine wilde Punktwolke. Links ist der Output von Solar, rechts ist der Output auf der X-Achse von Wind. Naturgemäß haben Sie da, was Solar anbelangt, natürlich ein heftiges Band auf der Nulllinie, das sind natürlich die Nächte, aber das berühmte Beispiel, oder die berühmte Aussage, ja, Solar und Wind mitteln sich immer wieder aus, ja, das stimmt nicht. Wenn Sie sich den extrem linken Quadranten anschauen, nämlich weniger als 10 Megawatt Solar, weniger als 10 Megawatt Wind, das ist eine heftige Punktwolke. Und das sind unsere Dunkelflauten. Da muss irgendwo Strom sonst woher kommen. Und das ist ein Punkt, da bringe ich hier auch gerne eine Studie von McKinsey wieder, Zukunftsfahrt Stromversorgung. Auch hier wieder, das ist die gleiche Studie, die dann einen Haushaltsstrompreis von 49 Cent prognostiziert hat. Und hier sagen Sie jetzt einfach mal, okay, unter den Prämissen der Bundesregierung wiederum Ausbau Strom, Ausbau Solar, Elektroautos, Wärmepumpen, wird es die Peak-Belastung. Die wird extrem zunehmen, weil das ist die Belastung, stellen Sie sich vor, einen extrem harten Winter. Die Wärmepumpen gehen auf Volllast. Außerdem gibt es auch Leute, die ihr E-Auto aufladen. Und sie haben generell eine hohe Stromlast. Und diese Stromlast wird weiter zunehmen. Das ist die orangene Linie. Und da sagt McKinsey, bis 2035 wird die sich extrem zunehmen. Die wird sich dann verdoppeln. Das heißt, wir werden dann unter diesen Prämissen der Bundesregierung, werden wir Zustände sehen, die mit einem extrem hohen Strombedarf gegeben sind. Der ist vielleicht nur 2 oder 3 Stunden lang, aber er ist einmal vorhanden und der muss zu jedem Zeitpunkt gedeckt sein. Und gleichzeitig geht unsere gesicherte Leistung zurück. Das ist der blaue Kurve. Und da taucht so eine Schere auf, die hat in dieser Darstellung, hat diese Schere eine Tiefe von 50 Gigawatt. Das ist unser kompletter Strombedarf an einem Tag. Das heißt, es wird im Jahr 2035 Zustände geben, wo der maximale Strombedarf und die gesicherte Lieferung genau eine solche Schere haben werden. Dann wird es eine stochastische Lieferung durch Wind und Solar geben, hat McKinsey auch ausgerechnet, das sind 24 Gigawatt, aber im Extremfall ist die auch mal null, das hat Stochastik so an sich. So, und dann müssen diese 54 Gigawatt irgendwo her und das ist keine kleine Hausnummer. Ja, und damit gehe ich jetzt mal auf den dritten Teil über, nämlich welche Optionen haben wir denn, mit dem Thema umzugehen. Die erste Option ist, oder ich sage mal erstmal ganz generell, Energiemarkt ist kein Schnellboot. Das heißt, wenn Sie 20 Jahre lang in eine bestimmte Richtung gelaufen sind, dann reißen Sie das Ruder nicht innerhalb von 3 Monaten rum, sondern Sie müssen sich dann überlegen, was mache ich dann kurzfristig, wie kann ich mit diesen Bedrohungssituationen zurechtkommen und was muss ich eigentlich langfristig machen. Ein Thema ist Stromimport. Ja, das ist eine auch ganz interessante Argumentation. Man sagt nämlich, okay, wenn wir zu wenig haben, können andere Länder uns aushelfen. Dazu müssen wir jetzt einfach nur die Leitungen ausbauen, nach Frankreich, die Seeleitung nach Norwegen und nach Schweden und müssen einfach dafür sorgen, wenn wir mal eine solche Mangelsituation haben, dass dann die anderen Länder liefern. Diese Argumentation ist relativ lustig, weil sie setzt ja voraus, dass wenn wir keinen Strom haben, sprich
Wind, Solar liefern nichts, ist es bei unseren Nachbarn anders. Wenn die das Gleiche machen wie wir, dann hätten wir mal ein großes Problem, weil dann sind die auch in Not. So, das heißt nämlich, wir setzen mal darauf, dass andere Staaten, Frankreich, regelbare Leistung haben, das sind Kernkraft, aber auch Wasserkraft in Frankreich. Und wir setzen darauf, dass die Schweden und die Norweger uns unsere Wasserkraft schicken, die Schweizer auch. Ansonsten würde dieses Konstrukt zusammenbrechen. Bei Solar ist das vollkommen eindeutig. Wenn es bei uns Nacht ist, ist es in Holland halt auch Nacht. Bei Wind ist es fast genauso eindeutig, denn das kann man hier mal zeigen. Diese blauen Kurven hier unten, das ist die Windstromerzeugung in Deutschland, und zwar im Juli und im August, nee, im Januar 24 und im August 24. Und alles, was über der blauen Kurve liegt, ist die Windstromerzeugung unserer Nachbarländer. Was Sie hier sehen, ist Korrelation. Nämlich immer dann, wenn wir viel Wind haben, haben auch die Holländer viel Wind. Das heißt, dann liefern auch die holländischen Windräder. Und wenn wir wenig Wind haben, dann haben die Holländer das gleiche Problem. Die Franzosen auch. Und sie haben aber Gott sei Dank nicht das Problem, weil sie über andere Quellen verfügen. So. Mathematisch ist der Korrelationsfaktor zum Benelux und zu Frankreich, haben wir errechnet, in diesem Jahr 0,8. Und das ist schon ein Brett. Da können Sie schon sagen, nichts, irgendwo weht immer Wind. Wenn bei uns kein Wind, dann im Nachbarland auch nicht. Eine Ausnahme macht Norwegen und Schweden, das ist der Korrelationsfaktor 0,3. Das wäre schon immer eine Alternative. Da kann man schon mal sagen, wenn bei uns kein Wind ist, aber in Lappland noch Wind. Das ist schon eher denkbar. So, wenn wir reden, ist Import, Export eine Lösung für uns? Ja, ist längst Realität geworden. Weil was Sie hier sehen, ist die Stromaußenhandelsbilanz von Deutschland, nämlich Exporte nach oben, Importe nach unten. Und da ist was passiert, nämlich ziemlich genau im April 23, ich habe es auf der Grafik vorweggenommen, das war der Kernkraftausstieg. Der hat die Relation umgedreht. Nämlich, was ist hier einfach passiert? Wir haben diese günstige Bäckerei herausgenommen, aber im Nachbarland ist noch eine Bäckerei, die ähnlich günstig produziert, also schickt die uns unseren Strom. Das ist der Grund, weshalb wir am Ende des Tages vielleicht noch nicht technisch abhängig sind, aber wir sind ökonomisch abhängig. Würde uns Frankreich, Norwegen, Schweden, Schweiz nicht mit günstigem Strom beliefern, hätten wir noch ein ganz anderes Problem. So, und gerade mit Frankreich ist das hier sehr interessant zu sehen. Man muss wissen, Deutschland, Frankreich, traditionelle Stromexportnationen, die haben auch das europäische Netz zusammengehalten. Zum Beispiel Italien ist chronisch stromdefizient, da haben die Franzosen immer große Mengen hingeschickt. Und die Franzosen haben zu diesem Zweck auch von uns eigentlich immer wieder importiert. Aber im Jahr 2024 geht der Saldo von Export und Import extrem nach unten. Das heißt, das Licht, das wir hier gerade drin haben, oder der Projektor, der bekommt seinen Strom. Woher? Sie sehen es vom Sage aus. So, und bei diesem Thema Stromaußenhandelsbilanz gibt es einen ganz interessanten Effekt, auch hier wieder eine Auswertung von Julien. Und zwar, was Sie hier sehen, das muss ich ein bisschen erläutern, das sind zum einen gepunktet die Mittagsstrompreise in Deutschland und Frankreich. Frankreich blau, Deutschland rot. Und Sie sehen die Abendstrompreise von Frankreich blau, Deutschland rot. Die Mittagsstrompreise sind davon gekennzeichnet, dass sie hohen Solarüberschuss haben. Den haben sie auch in Frankreich, beziehungsweise Frankreich importiert auch Solarstrom aus Spanien. Das heißt, sie haben hier hüben wie drüben den Effekt, wenn wir dort auch mal nach Frankreich exportieren, ist das zu extrem geringen Preisen. Im Schnitt sogar nur noch mehr 0 bis 2 Cent pro Kilowattstunde. Wenn Sie wissen, dass wir zum Teil das Zehnfache an Subventionen bezahlen, ist das natürlich nicht so ganz sinnvoll. Das Entscheidende sind aber die Abendstrompreise, die durchgezogene Linien. Da sehen Sie bei unseren französischen Nachbarn, ja, das zieht dann wieder so ein wenig an. So im Bereich, die liegen dann so zwischen 40 und 80. Aber wir ziehen dort an auf Strompreise von 160, also 16 Cent pro Kilowattstunde.
Der Punkt ist hier ganz einfach, ja, wir geraten immer wieder in Stromnot. Und dann müssen unsere ausländischen Nachbarn herbeikommen. Die bezahlen dann natürlich auch den Preis an unserer Börse. Und das ist für Frankreich ein lukratives Geschäft. Das ist auch für Schweizer Pumpspeicherbetreiber ist das ein lukratives Geschäft. Stellen Sie es einfach vor, Sie kaufen den Deutschen den Strom für 2 Cent ab und liefern ihn wieder zu 16 Cent. Und das ist noch gar nicht das Extremste. Am 3. September hatten wir sogar Preise von 66 Cent pro Kilowattstunde. Einfach, weil wir so viel importieren mussten und weil es halt relativ eng wurde. Das heißt, wir haben hier einen der wichtigsten Gründe, weshalb wir uns in den Strompreisen von Frankreich wegbewegen. Durch den Ausstieg aus den Kernkraftwerken, aber auch durch die Abschaltung anderer, haben wir in Mangelstromzeiten, und das ist nun mal abends, wenn die Sonne nicht mal da ist, haben wir immer wieder extrem hohe Strompreise. Frankreich hat das nicht in diesem Maße. Und im Übrigen, auch die EDF verdient an all dem relativ gut. Die EDF hat einen Jahresüberschuss zuletzt von 10 Milliarden Euro gemeldet. Davon kann man ein Kernkraftwerk bauen. Da sage ich jetzt erstmal vernunftgemäß, das ist eine prima Sache. Ich glaube, das war aber nicht so gedacht gewesen. Aber gut, die andere Sache ist natürlich die, wie lange machen das eigentlich unsere Nachbarländer? Weil, ich habe Ihnen hier mal ein paar Schlagzeilen gebracht, Norwegen, Regierung legt Vorschlag für gesetzliche Grundlage zur Begrenzung von Stromexporten vor. Das heißt, die Norweger sind gar nicht mehr so begeistert, uns oder auch Großbritannien mit Strom zu besorgen. Schweden will geplante Unterseestromleitungen nach Deutschland doch nicht bauen. Tja. Stoppt Frankreich den Stromexport nach Deutschland? Das steckt hinter der Drohung, die Linke und Rechte vereint. Ja, die sind auch in Frankreich manchmal sich einig. Und da reden wir immerhin über 70% oder 65-70% des Wählerpotenzials, die sich da einig sind, wir sollten den Deutschen nicht mehr so viel Strom liefern. Was steckt dahinter? Denken Sie wieder an die Bäckerei. Nämlich die auswärtige Bäckerei liefert die Brötchen an die heimische Bäckerei. Das bedeutet aber für die auswärtige Bäckerei, dann muss deren Brötchenbedarf durch die nächst teurere Bäckerei geliefert werden. Das heißt, die Brötchenpreise steigen dann in der Nachbarkommune. Und das hat unter Norwegern und Schweden zu extremer Verärgerung geführt, nämlich sobald dort auch eine Leitung nach Deutschland gelegt worden ist, stiegen dort die Strompreise immens an. Und das fanden die Norweger nicht ganz so lustig. Es mag noch einen zweiten Grund geben, über den kann man auch offen reden, gerade wenn Sie Schweden denken. Wir haben eben über das Green Steel Projekt dort geredet. Jetzt, wo ein Stahlwerk hingeht, passen vielleicht auch zwei hinein. Aber Schweden hat natürlich auch nicht unbegrenzt Wasserkraftstrom. Irgendwann ist der auch mal durch den Bedarf dann mal abgedeckt. Aber jetzt ist die Frage, was macht man dann so als schwedischer Politiker, wenn man vor den Wahlen steht? Hilft man den Deutschen oder erzählt man den Wählern, dass man ein zweites Stahlwerk baut, für Arbeitsplätze sorgt und so weiter und so fort? Man muss nicht viel Fantasie haben, wie diese Rechnung ausgeht. Und das gleiche Problem haben sie auch in Frankreich. Wir sollten den Strom für uns bewahren. Wir sollten diesen Kosteneffekt, den wir da gegenüber den Deutschen haben, auch für uns behalten. Das sagt dann eine Le Pen, genauso wie ein Mélenchon, und das ganze Thema resoniert dann auch sehr weit in Frankreichs Mitte hinein. Das heißt, wir sollten nicht davon ausgehen, dass unsere französischen Nachbarn oder alle anderen so furchtbar begeistert sind, uns da ad infinitum mit Strom auszuhelfen. Also, Import-Export ist eine sinnvolle Sache. Es hilft, dass wir heute Abend Strom haben. Aber es hat Grenzen. Es hat Grenzen, die letztendlich auch Grenzen europäischer Solidarität sein werden. So, was haben wir noch? Wir haben das Thema Speicherung. Und an der Stelle muss ich mich jetzt auch entschuldigen, weil über das Thema Speicherung könnte man viel erzählen. Und hier ist es auch so, es gibt selten vollkommen richtig und vollkommen falsch. Stromspeicher können eine ganz sinnvolle Sache sein. Ich sage manchmal auf solchen Veranstaltungen oder auch hinterher im gemütlichen Teil, ja, wenn Sie eine Solaranlage haben, die Ihnen sehr auf dem Dach haben, die Ihnen sehr viel Strom liefert, dann überlegen Sie sich doch jetzt mal, einen Batteriespeicher hinzuzunehmen. Für Sie als Privatperson macht das Sinn, weil wenn die Strompreise weiter anziehen und auf der anderen Seite sind die Batteriespeicher durch gefallene Lithiumpreise auch günstiger geworden, dann amortisiert sich so ein Batteriespeicher wesentlich schneller. Das heißt,
für den Privatbesitz, für den Privatmenschen macht das durchaus Sinn. Und so muss man das auch dann sehen, weil die andere Frage ist, kann ich da die ganze deutsche Kunststoffindustrie da mit Stromspeichern über Wasser halten? Na, das ist ein bisschen schwieriger. Wir haben dort, weil wir sind ja auch, wir publizieren auch wissenschaftlich, unser Technikvorstand Dr. Alban mit seinem Sohn, auch Dr. Alban, hat da mal eine mathematisch-physikalische Simulation gemacht, ein komplexes Teil, was er dort aufgesetzt hat, wo er mal berechnet hat, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt einmal den inzwischen stochastischen Energiebedarf Deutschlands betrachte, wie viel Speicherkapazität brauche ich eigentlich? Weil es ist ja vielleicht nicht nur eine Nacht, die ich überbrücken muss, weil ich kein Solar habe, weil kein Wind weht. Am nächsten Tag habe ich vielleicht nicht genug Solarstrom, um den Speicher wieder komplett aufzufüllen. Und im nächsten und in der Nacht brauche ich, muss ich ihn schon wieder entleeren. Das heißt, ich muss eigentlich berechnen, welche Speichergröße würde eine Industrienation brauchen mit den Parametern für Deutschlands, um gesichert durch den Winter zu kommen. So, und da hat er berechnet, das sind 40 bis 45 Terawattstunden. Das ist ungefähr ein Zehntel des Stromverbrauchs von Deutschland. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir halten Langzeitstromspeicher vor, na, dann müssen die so dimensioniert sein, dass die auch dann ein Zehntel, also 5 Wochen, durchhalten können. Und genau diese Menge dann abspeichern. Das ist ein bisschen herausfordernd. Welche Möglichkeiten gibt es dafür? Und wie gesagt, sehen Sie mal es nach, an der Stelle mache ich es ein bisschen kürzer. Also ich beschränke mich jetzt komplett darauf, auf diesen Sachverhalt helfen uns Speicher, um den Stromlücke der Zukunft abzudecken. So, von welchen Speichern reden wir? Pumpspeicher sind eigentlich eine relativ ideale Angelegenheit. In den Alpen finden wir die. Da haben wir natürlich wenig Potenzial hier in Deutschland, weil wir können die Alpen nicht nach Norden versetzen, funktioniert nicht. So, was wir hier halt nur machen können, dort wo wir es haben, und Paradeprojekt ist immer Goldisthal in Thüringen, da haben sie so einen Teil, See unten, See oben. Wenn Strom gespeichert werden soll, schicken sie das Wasser hoch. Wenn der Strom gebraucht wird, schicken sie das Wasser wieder runter. Wobei man hier auch ehrlich gesagt sagen muss, diese Dinger sind ökologisch auch nicht gerade minimal invasiv. Aber ist erst einmal eine Lösung, um Strom zu speichern, ja, optimal. Allerdings, wie lange halten die im Moment vor? Eine halbe Stunde würden sie uns aushalten. Also ein bisschen wenig, wenn 5 Wochen gebraucht werden. Batteriespeicher. Ich erwähne das Thema hier eigentlich nur, weil das in letzter Zeit in den sozialen Netzen so häufig vorkommt. Ja, die Batteriespeicherpreise sind gefallen und deshalb können die auch hier immer mehr für Speicherung genutzt werden. Batteriespeicher machen als Hausspeicher Sinn. Immer klar, wo eine PV Sinn macht, Dach-PV Sinn macht, macht auch ein Batteriespeicher Sinn. Batteriespeicher machen auch zur Frequenzstabilisierung Sinn. Auch dort machen die einen tollen Job. Aber wenn man jetzt nur mal eine hypothetische Rechnung anstellt, was bräuchte ich denn da, um so einen 50 Terawattstunden Bedarf mit Batteriespeicher abzulegen? Wohlgemerkt, die Rechnung ist wirklich nur hypothetisch. Ja, da habe ich mal das Prestigeprojekt der Regierung Wüst in Nordrhein-Westfalen genommen, da haben sie einen Solarpark mit einem Batteriespeicher direkt neben Garzweiler, so prestigereich, direkt neben der Garzweiler Grube steht die Solaranlage und direkt daneben steht dann halt auch der Batteriespeicher. Der Batteriespeicher hat aber eine Kapazität von 13 Megawattstunden. Ja, jetzt machen wir noch eine Kostenannahme. Batteriespeichern, die im Moment so ans Netz gehen, die kosten im Moment so 400 Euro pro Kilowattstunde, aber diejenigen, die im Moment geplant werden, die kommen auch durchaus auf 250 Euro pro Kilowattstunde runter. Und vielleicht im Best Case der Zukunft kommen wir vielleicht sogar auch bei 100 Euro pro Kilowattstunde an. Wenn ich 100 Euro pro Kilowattstunde nehme und dafür die 50 Terawattstunden Speicherbedarf
nehme, sind das auch wieder Kosten von 5 Billionen Euro. Also da kommen wir etwa nicht weiter. Wenn wir stattdessen mal die aktuelle Zahl nehmen, haben sie 12,5 Billionen Euro. Und das ist natürlich auch keine Lösung für die Ewigkeit, wissen Sie, für Ihrem Akku. Je nachdem, wie viele Vollladezyklen Sie dann durchpassieren, da brauchen wir bei diesen Stromschwankungen, haben wir viele Vollladezyklen, können Sie diese, ja, da reden Sie sich alle den Mund fuselig, vielleicht sind es 30 Jahre, vielleicht halten Sie auch zukünftige Generationen sogar 40 Jahre, aber irgendwann ist dann dieser Aufwand wieder anzusetzen. Also, was da zur Versorgung eines Hauses oder zur Unterstützung der Versorgung eines Hauses Sinn macht, das macht beim Stahlwerk schon lange keinen Sinn. Und für die gesamte deutsche Industrie auch irgendwie nicht. Neubau von Gaskraftwerken, ja, das ist natürlich durchaus eine Lösung, aber im Moment eine ziemlich chaotische. Weil darüber wird in der Bundesregierung schon seit Mitte des vergangenen Jahres diskutiert. Man sagt dann immer, ja, das ist so schwierig, sich mit der EU so abzustimmen. Inzwischen ist man sich so ungefähr einig, dass man 12,5 Gigawatt Gaskraftwerke herstellen, hinstellen will. Man weiß noch nicht genau wohin, man weiß auch noch nicht so genau, wie die Ausschreibungsmodalitäten aussehen. Man will dafür auch einen Kapazitätsmarkt einrichten. Ich erzähle jetzt wahrscheinlich zu viel, aber ich kann auch einfach sagen, es ist alles noch sehr, sehr unklar. Und man liest sehr, sehr viele Berichte, wo die Chefs von RWE, EnBW oder E.ON sich manchmal auch etwas sehr, sehr ungehalten äußern. Weil das Prestigeprojekt heißt ja, bis 2030 sind wir aus den Kohlekraftwerken ausgestiegen, dann liefern die nichts mehr, wir brauchen die auch nicht mehr in der Reserve, wir verabschieden uns von der Kohlekraft, aber dann müssen die Teile halt da sein. Und das wird immer knapper, weil ein Gaskraftwerk in 5 Jahren zu bauen, das ist schon herausfordernd. Die letzte Lösung, die uns da angedient wird, da muss ich immer aufpassen, dass ich ernst bleibe. Okay, machen wir es trotzdem. Nämlich, die Argumentation ist der folgende. Wenn wir es kurz- oder mittelfristig nicht schaffen, aus einer stark volatilen Erzeugung eine gleichmäßige Erzeugung machen, dann muss sich halt die Industrie anpassen. Dann muss die Industrie auch dann gemäß dem Wind oder Solar, also dem Stromangebot, auch produzieren. Das möchte man dann auch so darstellen, dass man der Industrie die derzeitigen Vergütungen im Netzbereich, die heißen Bandlastprivileg, dass man diese dann wegnimmt und stattdessen ein Inzentivierungssystem schafft nach dem Motto, produzierst du deinen Stahl im Sommer zur Mittagszeit oder im Winter, wenn der Wind weht, dann wirst du da mit geringen Strompreisen belohnt und nimmst du Zeiten in Anspruch, wo wir nur wenig Strom haben, ja, dann wirst du halt dann halt mit entsprechend höheren Strompreisen belegen. Auf die Art und Weise will man das dann steuern, dass sich die Produktion dann auch den Wetterverhältnissen anpasst. Ich bin da relativ froh, da hat der Wirtschaftsrat der CDU schon einen geharnischten Brief geschrieben, nach dem Motto, ein Satz hat mir gut gefallen, in keinem anderen Industrieland werden die Unternehmen mit fluktuierender, unplanbarer Stromversorgung konfrontiert. Der Satz sagt eigentlich schon alles aus, weil solche Ideen, die werden aus der Not heraus geboren. Weil wenn man erkennt, man kommt im Moment auf dem Ziel nicht an, ja dann muss der Prophet halt zum Werk kommen. Aber das ist auf die Dauer natürlich ein Albtraum, das so zu machen. Denken Sie auch mal an Lieferketten, die wir in der Industrie haben, just in time, denken Sie an Chemieparks, wo der Output des einen das Vorprodukt des Nachfolgenden ist. Also das ist dermaßen was von weltfremd. Aber jetzt habe ich genug geschimpft. Also können wir abhaken. So, wie sieht dann also die langfristige Lösung aus? Da komme ich wieder zurück auf die Studie Zukunftsfahrt Stromversorgung, McKinsey. Die haben sich erstmal am Ist-Zustand orientiert, habe ich ja eben erzählt. Sie haben sämtliche Habecksche Planungsannahmen erstmal als Gesetz genommen, als Referenzzustand und haben sich dann Gedanken gemacht, wie können wir das dann bei gleicher CO2-Last des Stromsektors kostengünstiger gestalten. Und da kommen sie wenig verwunderlich auf die Idee, es sollte weniger Solar ausgebaut werden, es sollte weniger Wind onshore ausgebaut werden, aber es sollten erheblich mehr Gaskraftkapazität dargestellt werden.
kann man dann mit Wasserstoff oder gegebenenfalls auch mit Kohlendioxidabscheidung dann darstellen. Der Treiber ist hier, dass diese extremen Netzkosten, die hier verursacht werden, dass diese dann natürlich weniger hoch ausfallen und dass ich dann bei gleicher CO2-Emission auch ein günstigeres Szenario dann erwische. Das ist also quasi der Ratschlag, den der Consultant der Bundesregierung gibt. Ich fürchte, er wird zumindest bei der derzeitigen Bundesregierung vielleicht auf weniger Begeisterung stoßen. Das Motiv, das hier dahinter steckt, ist das gleiche. Wenn wir hatten in Frankreich eine große Studie gehabt, Future Energétique für 2050, wo man auch durchgespielt hat in Scheibchenweise, wie sieht das optimale Szenario aus, 100% erneuerbar, 0% Kernkraft, 90% erneuerbar, 10% Kernkraft, 80%. So hat man das durchgespielt. Man hat es bis 50-50 durchgespielt und oh Wunder, 50-50 war das kostenoptimalste Szenario. Hier spiegelt sich einfach wieder, dass die Systemkosten der erneuerbaren Energien das Problem sind. Das heißt, kurzfristig muss man Lösungen finden, die im Bereich Import, Export, die vielleicht auch im Bereich Batterien liegen können. Aber für die mittel- und langfristige Lösung brauchen wir mehr gesicherte Erzeugung. Und da kommen wir natürlich gleichzeitig auch beim Thema Kernenergie vorbei. Aber das werde ich jetzt relativ kurz halten. Das ist so eine Folie, die lege ich immer mal wieder gerne auf. Die verändert sich ständig, weil die zeigt, wie viele Länder die Kernkraft ausbauen. Und ich lege dann immer nebendran nochmal eine aktuelle Meldung. Es gibt jede Woche eine neue Meldung, wo sich Länder für eine Rückkehr oder zum Einstieg in die Kernenergie entscheiden. Vor einer Woche hat das Italien verkündet, sehr zur Überraschung. Italien ist in den 80er Jahren aus der Kernkraft ausgestiegen, als Nachwirkung von Tschernobyl, und ist seitdem heftiger Stromimporteur, hauptsächlich aus Frankreich. Und die Regierung Meloni sagt, das kann nicht so bleiben. Auch wir brauchen eine gesicherte Stromversorgung. Und von daher, Italiens Regierung will zurück, nein, nicht zur Atomkraft, sondern zur Kernkraft. Und einen kleinen Zeitungsartikel will ich da auch bringen. Wir hatten ganz zu Anfang Tata Steel, die Zukunft kleiner modularer Kernreaktoren. Die wollen ja dort diese 200 in Indien bauen. Ich kann mir es in der Dimension noch nicht richtig vorstellen. Aber das Gleiche passiert auch im beschaulichen Aargau in der Schweiz. Weil dort hat die Firma Kopenhagen und das Schweizer Paul-Scherrer-Institut gehen dort die Entwicklung eines solchen kleinen modularen Kernreaktors an. Und das Besondere ist, sie wollen schon 2026 in den Betrieb gehen, in einen Testbetrieb gehen. Und das ist extrem schnell. Das kann man sich auch kaum vorstellen, dass das funktionieren möge. Aber so sieht deren Ambition aus. Und im Zielzustand will man dort Gestehungskosten realisieren, die bei 2 Cent pro Kilowattstunde liegen. Sie erinnern sich, sie bauen die Teile direkt neben das Stahlwerk, Elektrolyseur dagegen, grüner Wasserstoff kommt raus. 2 Cent, da sind sie erinnern sich, Hochfelder Forst dort, 11,3 Cent, allein an Gestehungskosten mit Netzkosten sind wir da weit drüber raus. Jetzt mag es sein, immer wenn solche Unternehmen werben, dass es vielleicht nicht so schnell kommt, wie gesagt wird. Aber selbst wenn das 2028 dieser Testreaktor entsteht, ist das schon schnell. Selbst wenn statt 2 Cent 4 Cent am Ende des Tages rauskommen, dann ist das auch wieder ein Brett. Und die Inder sind ohnehin dran. Und da habe ich so ein wenig die Sorge, stellen Sie sich auf den Rhein vor, Sie gucken nach links in die Schweiz, dort entsteht diese moderne Anlage und rechts wird der Schwarzwald dann für Windkraftanlagen abgeholzt. Irgendwie will mir das nicht so ganz gefallen, aber die Entwicklung könnte in diese Richtung gehen und dann ist auch klar, in welche Richtung wir zumindest mal als neudeutsch gesprochen MeToo auch reingehen sollen. Ich möchte beschließen das Ganze mit einem politischen Papier, das mir sehr gut gefallen hat. Ich betone wieder meine parteipolitische Neutralität, aber wenn Vernunft zu Papier gebracht wird, darf man das auch mal erwähnen. Und dass die Mittelstandsunion der Union mit einem Grundsatzpapier zum Energiesystem Deutschlands gemacht. Dieses Papier ist extrem gut. Es zeigt auch eine extrem gute Bestandsaufnahme.
Und es kommt natürlich auch zu Schlussfolgerungen, die sehr vernünftig sind. Sie sagt nämlich, eine Energiewendepolitik muss technologieoffen sein. Die darf nicht sagen, 100% Solar und Wind und alles andere kommt nicht in die Tüte. Nee, das geht nicht. Oder wir bezahlen damit. Wir brauchen eine Ausweitung des Angebots an Strom auf alle CO2-freien bzw. neutralen Erzeugungstechnologien. Wir wissen, welche damit gemeint ist. Wir brauchen einen weltweiten Emissionshandel. Da sind wir genau bei dem Punkt. Es nützt nichts, wenn ein Land sich deindustrialisiert und weniger CO2 verbraucht. Das CO2 wird woanders dann verbraucht. Der Weiterbetrieb der noch nicht in Rückbau befindlichen Kernkraftwerke ist zu prüfen. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht Bescheid. Es gab vor einem Jahr eine Studie, dass man noch 8 zurücknehmen könnte. Wir wissen es nicht, nur die Betreiber wissen, wie weit sie schon zurückgebaut haben. Im Extremfall können wir auch keins mehr zurücknehmen. Und wir müssen Forschung, Planung und Neubau von Kernkraftwerken der neuesten Generation ermöglichen. Da sind wir jetzt im Aargau oder bei Tata Steel. Den Stromnetzbetreibern angemessenen Zuschuss zur Senkung der Stromnetzentgelte, ja, das ist halt unser Problem, das wir haben, die Stromnetzentgelte, die gehen da an. Und durch Auslaufen des EEGs erneuerbare Energien in den allgemeinen Strommarkt sind, das heißt mit der Subventionierung aufhören. Das heißt, das sind alles Forderungen, wo ich mich da sehr gut wiederfinde, beziehungsweise wo Sie die Begründung dafür in den vorangegangenen Folien finden. Insofern möchte ich Ihnen dieses Grundsatzpapier auch gerne zur Lektüre empfehlen. Und damit bin ich am Schluss angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit bei Ihnen allen.